Hallo, liebe Freunde des gepflegten Taktik- und Strategiespielspaßes und willkommen zurück zu Panzer Corps 2 im 1944 DLC unter dem Sturmvogel. Und wir haben jetzt zu Beginn der Runde erstmal die Freude, dass wir hier einen, also zu Beginn des Videos, einen Rundenwechsel machen müssen. Wir haben immer noch das Problem, dass die hier unterdrückt sind. Das heißt, die haben keine Munition mehr. Und wenn da jetzt die Paratroopers hier angreifen, wird es tatsächlich eklig. Wir hätten den hier wegkriegen müssen, das haben wir nicht geschafft. Dementsprechend werden die erst in der nächsten Runde nicht mehr eingekesselt sein. Egal, ich klicke ja mal auf den Rundenwechsel. Und dann dauert es jetzt höchstwahrscheinlich wieder eine Weile, bis wir hier was machen dürfen, denn... Ja, wir gucken jetzt erstmal zu. Ein bisschen leiser mache ich hier. Was die Kollegen hier so machen, und es kann wirklich eine Weile dauern, weil das sind sehr, sehr viele Einheiten, die der Gegner hier hat. Und es sind ja nicht nur die Briten, die ihre Einheiten ziehen, sondern es sind ja auch noch die Amerikaner. Und das dauert jetzt hier eine Weile. Beim letzten Mal, das habe ich fast 5 Minuten gedauert, der Rundenwechsel. Das Problem ist wirklich, dass hier immer noch Einheiten eingekesselt sind, und solange die Einkesselung besteht, haben wir tatsächlich ein Problem. Die hier nicht, aber im mittleren Bereich ist halt echt scheiße. Vor allem hier ein paar, könnte das ein Problem werden. Zieht die Jäger, aber greift nicht an. Habt ihr das gerade gesehen? Das ist spannend. Trommels. Ja, und solange wir die Flugplätze nicht in der vorgeschobenen Position haben, wird das hier eh nichts. Dass wir die Bonusziele erfüllen, beziehungsweise dass wir das Elite-Ziel schaffen. Ich finde das ehrlich gesagt eh ein bisschen strange, dass man hier jetzt ein Elite-Ziel hat, wo man doch so extrem abhängig von der eigenen KI ist, also von der verbündeten KI, wo wir doch genau wissen, wie nervig die sein kann. Oh ja, hier und die Panther im geschlossenen Gelände. Der schießt noch nicht mal zurück. Oh, da gehen die... Gehen die Befestigung raus. Die werden jetzt auch. Die sind eingekesselt, das heißt, die werden. Sind sie da oben eingekesselt? Geil. Ah, die werden jetzt schön zusammengeschossen. Jetzt gehen sie wieder auf ihre alte Position zurück und dann. Ja, tschüss, es war schön mit euch. Ach nee, hä? Ja, das ist das, was ich meinte. Die KI ist manchmal einfach rotzendumm. Anstatt erstmal die Infanterie da oben rauszunehmen, greifen sie da die. Muss man nicht verstehen. Das sieht nicht gut aus. Jetzt sind die auch noch eingekesselt wieder. Verdammte Scheiße. Tschüss. Ja, der Vorteil ist, nach der dritten oder vierten Runde sind einfach viel weniger Einheiten auf dem Feld. Beziehungsweise wir haben nicht überall mehr ein Spotting drauf und entsprechend müssen wir uns da jetzt nicht Sorgen machen, dass, also dass es so lange dauert. Die machen einfach gar keinen Schaden gegen den Churchill. Oh, die Flugabwehr, die wäre so wichtig gewesen. Keinen Schaden? What the fuck? So, jetzt zieht der Amerikaner erstmal seine Flugzeuge zurück. Das dauert ein bisschen. Und dann fängt er wieder an, damit anzugreifen. Oh Gott. Haben
Haben wir jetzt alle erstmal wieder zurück? Nee, immer noch nicht. Er verlegt Einheiten, so wie es aussieht. Und warum greift die Flak da nicht an? Weil die zur Pack gemacht wurde. Das ist so ein Dummscheiß. Es wäre viel wichtiger gewesen, die Flak als Flak zu belassen. Oh Gott, der macht gar keinen Schaden. Schon traurig zu sehen, wie die KI dort die Flak einfach nicht einsetzt, weil sie zur Pack gemacht hat. Das ist so traurig. In so einer Anfangsphase machst du keine Flak zur Pack, es sei denn, das ist nicht unbedingt notwendig. Ach du Scheiße, da kommen ja noch mehr Flugzeuge. Wie soll man das denn schaffen? Wie soll man denn hier irgendeins dieser Ziele schaffen? Das ist doch völlig utopisch. Oh, 100 Rückung, Wahnsinn. Tja, damit ist er raus. Damit haben wir keine Flak mehr auf der Flanke. Oh. Noch mehr Fallschirmjäger, die da kommen. Ach du Scheiße! Hier ja genauso. Die hat er ja auch zur Pack gemacht und nicht zur Flak. Kämpft. So, aber hier. Wir müssen die Einheit muss weg. Dann sind die da oben nicht mehr eingekesselt, glaube ich. Oder? Er versucht da an den Flugplatz ranzukommen, aber das dauert halt noch ein bisschen. Wieso kämpft er gegen die Panzer? Ich verstehe es nicht. Der Tiger greift die Infanterie im geschlossenen Gelände an. Oh Mann, ey. Aber sie haben ja einige Erfolge. Eigentlich wäre wichtig gewesen, die eine Einheit dort rauszunehmen, die die Blockierung noch aufrechterhält und die Einkesselung. So, der Flugplatz wäre natürlich geil, wenn der Panzer 4 da auf dem Flug... Nein! Er frischt ihn auf, anstatt ihn auf dem Flugplatz zu setzen. Ich raste aus, er lässt ihn also noch eine Runde auf dem Brückenfeld stehen. Oh Gott. Jetzt macht er sie wieder zur Flak. Viel zu spät. Wir haben auf der Seite... Na gut, wir sind eh so weit hinten, da können wir nicht helfen. Also egal, was wir machen, wir kommen nicht bis da hoch, um ihm zu helfen. Okay. Jetzt müssen wir uns mal hier so ein bisschen... Das ist ein Jäger. Die Jäger müssen halt als erstes raus. So, und der hier. Wobei, ist das ein Jäger? Oder ist das, ja, das ist ein Jäger, P47. So, er auf ihn. Er nimmt ihn raus. Er nimmt ihn raus. Und er nimmt ihn raus. So, das war wichtig.
Jetzt haben wir hier noch einen Jäger und hier noch einen Jäger. Okay, wir haben aber keinen... Okay, die Frage ist, wie weit er vom Norden hier reinkommt mit den Jägern. Ob wir in aller Ruhe die hier wegbomben können. Die hier höchstwahrscheinlich nicht, ohne selber Schaden zu kriegen. Die Briten sind hier eingekesselt. Das ist insofern ganz gut, dass wir uns um die keine Gedanken machen müssen. Das hier ist blöd, das hätten wir anders spielen müssen. Dann hätten wir die jetzt noch weggekriegt. So muss das halt dann irgendwie einer der Panzer hier machen. Okay, wir frischen die Yu nochmal auf. Und sie, ja, was machen wir jetzt mit ihr? Eigentlich brauchen wir die weiter vorne. Das ist aber zu großes Risiko. Haben wir hier noch einen Jäger? Wir haben hier noch Jäger, auf die wir reagieren können. Haben wir hier noch zwei Jäger? Oh yes. Dann geh du mal dahin. Du gehst mal bitte dahin. So, greif ihn mal. Was ist denn jetzt? Huch, was ist denn jetzt das Schwierige? Das ist ein Jagdbomber und das ist ein Jäger, ein schwerer Jäger. Okay, darauf habe ich ein bisschen spekuliert. So, okay, und jetzt haben wir hier noch eine U, eine Doppel-U. Das ist ein bisschen... Ah, das ist scheiße, weil wir können sie hier nicht, überhaupt nicht einsetzen. Und hier hinten ist sie dann... Ach, hier haben wir noch eine. Noch die Doppel-Us und die sind beide gerade nicht wirklich nutzbar. Das ist eigentlich ein absolutes No-Go. Wir verlegen die deswegen mal dahin. Ja, die müssen wir jetzt, auf die müssen wir jetzt noch verzichten. Das ist positionstechnisch nicht gut gewählt, muss man sagen. Und wie gesagt, ich habe jetzt auch keinen Bock, die hier, die Us da gegen die Jäger zu stellen. So, hier unten. Auf wen gehen wir denn hier? Wir holen Jäger vom Himmel. Frage ist, welchen? Das sind alles Spitfires, ne? Okay. Schlauer wäre es eigentlich, können wir da uns Support holen? Ah, Mist, da hätte ich jetzt eigentlich gerne auf die Position ein... Dann mach das mal so. Jäger. Ich überlege jetzt nur gerade, auf welchen wir den schicken. Haben wir noch einen Jäger? Ne, das andere sind alles Us. Und wir sehen schon, wir haben hier schon ein Reichweitenproblem. Hier ist aber kein Flugplatz weiter vorne schon, den wir nutzen könnten. So, der hat 6 gegen. Der müsste die eigentlich rauskriegen. Da sind auch manche Us dabei, die nützen uns gerade nicht wirklich was, weil sie eigentlich eher gegen harte Ziele gedacht sind. Und da ist noch ein Jäger, den wir nicht raus... Okay, dann... Tja, wir haben tatsächlich ein Reichweitenproblem, würde ich sagen. Wir können ganz viele unserer Us jetzt gerade nicht einsetzen. Weil entweder wir nicht den Jäger-Support leisten können oder... Oder sie einfach sinnlos sind. Weil sie eher gegen Fahrzeuge oder gegen Schiffe gedacht sind.
Das heißt, die Runde war jetzt eher gedacht zum... zum Flugzeug rausknallen. Und bevor wir nicht hier einen Jäger mit auf die Position schicken können, schicke ich da keine U hin. Und den Angriff hier würde ich schon gerne fliegen, aber ich habe echt Schiss, dass wir dann von Jägern gefokust werden und da habe ich gar keine Lust drauf. Deswegen gehen wir jetzt... Oh, warte mal, hier. Haben wir noch Strategen? Mensch, oh her. Ich habe ganz übersehen. Dann können wir nämlich... Tschüss. Und jetzt haben wir noch einen Jäger. Wow, ist der scheiße. Guckt euch das mal an, was der für Schaden bekommt. Aber den setze ich mal hier hin. Oh, der macht sogar 4 Damage. So, und der Stratege... Der kriegt hier eine minus 4 und mit der U kriegt er eine minus 3. Okay, dann der Stratege da drauf. Immer noch was ausprobieren. Entschuldigung, aber wir könnten den Strategen hier oben drauf setzen. Genau, da ist nämlich auch Jäger-Support mit dabei. Dann machen wir die hier nämlich weg. Und dann nehmen wir aber im Kauf, dass wir auf ihn hier, beziehungsweise, wir haben ja noch eine... Naja, gut, die ist schlechter hier definitiv. So. Damit wir die hier schon mal runterbomben. Okay. Ja, und dann geht's wieder in den Rundenwechsel, der Jahrhunderte dauert. Witzig ist, dass er die britischen Flugzeuge, die ziehen sich mit einmal zurück. Und bei dem Amerikaner mussten wir einzeln zugucken, wie er die Flugzeuge zurückzieht. Das war irgendwie strange, habe ich nicht ganz verstanden. Ah, da sind immer noch Jäger von ihm. Wenn er irgendwann keine Jäger mehr hat, dann wird es einfacher. Fuck. Oh, das hasse ich, ey. Wenn er aus irgendeiner Ecke noch irgendwelche Jäger herzaubert. Du kannst einfach nichts dagegen tun. Du kannst nur hoffen, dass er dir das Flugzeug nicht vom Himmel holt und du die Runde nochmal komplett spielen musst. Ja, tschüss. Jetzt aber bitte nicht noch ein Jäger. Also, auf eins runterschießen reicht. Das ist genau das, was ich meinte. Du stellst irgendwo ein Flugzeug hin und dann... Wir haben jetzt fast 20 Minuten gebraucht für den ersten Zug. Ey, ich glaube, die Mission könnte eine Weile dauern, wenn das so weitergeht mit den Rundenwechseln. Aber irgendwann haben wir ja nicht mehr so viel Aufklärung, dann geht es hoffentlich schneller. Oh ja, schön wieder die... Nein! Was? Der gibt sich! Der hat noch über 10 Punkte gehabt, what the fuck? Ja, das war mal eben ein Panther, geil. Ich frage mich, wie man alle Siegfelder einnehmen soll. Ich habe keinen Plan, wie das gehen soll. Aber gut, ich bin ja am Anfang der Runden immer recht pessimistisch. Aber wenn ich sehe, was da noch für Flugzeuge unterwegs sind, dann wird es echt sportlich. Also wenn die raus sind, dann haben wir hier oben auch kein... Doch, wir haben noch ein Spotting. Aber der Krombel macht das jetzt. Und da ist links noch eine Einheit. Einmal drücken. Das ist süß. Schon ein bisschen witzig.
Noch mehr. Oh Gott, wie viel Fallschirmjäger der hat. Ich komme ja gar nicht dazu, die Fallschirmjäger-Flugzeuge rauszuschießen, weil ich ja im Grunde nur mit seinen Negern beschäftigt bin. So, das ist genau das, was ich meinte. Die Briten ziehen ihre Flugzeuge mit einem Mal zurück. Der Amerikaner, da darf ich bei jedem Flugzeug einzeln zuschauen, wie er das auf dem Flugplatz zurückzieht. Ich verstehe es nicht. Also das Spiel scheint auch noch manchmal ein bisschen buggy zu sein. Allein das dauert ja schon 2 Minuten, zuzugucken, wie er die Flugzeuge hin und her schickt. Und wieder Jäger. Ja, das ist genau das. Auf minus 5. Alter, verpiss dich. Wenn da noch ein Jäger bringt. Bevor man an die Schiffe rankommt, müssen erstmal die Ballons rausgehen. Verdammt. Yo, den Tiger, ne, den Panther da im geschlossenen Gelände. Wenn der sich ergibt, dann raste ich aus. Ach, die nächsten Fallschirmjäger. Oh Gott. Die 3er-Einheiten sind nicht das Problem. Der macht gar keinen Damage. Kriegt selber eine Unterdrückung, so wie der aussieht. Greift doch erstmal die 3er-Einheit an, um die rauszunehmen. So, so langsam müssten wir gleich wieder dran sein. Das hat jetzt wirklich fast 5 Minuten gedauert, ne? Oh, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Kommen wir tatsächlich Karn wieder etwas näher, oder was? Aber die Einkesselung ist noch nicht aufgehoben, weil da noch ein Amerikaner steht. Irgendwann müssen wir den Schritt gehen und die Flugzeuge verlegen. Und dann wird es echt witzig, weil dann haben wir eine Runde, wo wir quasi nichts machen können. Also in Bayeux, da auf der Flanke, sieht es noch ganz gut aus. Jetzt hat er hier die Amerikaner eingekesselt. Sehr gut. Okay, dann nehmen wir die einer U, frischen sie auf. Und jetzt mal hier gucken. Also, an die kommen wir nicht ran. An die kommen wir auch nicht ran.
Ach ja, dir gibt der Feuerschutz, weil das ein... Wartet mal. Vielleicht nehmen wir erstmal den... Ach ja, das ist ja ein Kack. Wir kommen hier... Wir haben hier echt ein Reichweitenproblem. Verdammter Mist, ey. So, der Jäger muss halt erstmal raus. Aber die würde ich gerne dazu einsetzen. Die da rauszunehmen. So, jetzt haben wir sie hier. So, Jäger. Ich schicke die erstmal auf die, wo wir den meisten Schaden rauskriegen. Und dann können wir nämlich mit denen hier... Oh, fuck, wir kommen da nicht bis ran. Okay, dann machen wir das anders. Dann gehen wir jetzt gleich den harten Weg und verlegen die da hoch. Dann sind sie nämlich genau in dem Gebiet, wo es weh tut. Ja. Haben wir den Sechserjäger jetzt da hochverlegt? Okay. Der Stratege geht auch dahin. So, er wird natürlich höchstwahrscheinlich sich versuchen, hier an diesem Sechserjäger abzuarbeiten. Das könnte ekelhaft werden. So. Warum kriege ich denn da keine Prognose? Ach, weil das eine U ist. Ja, danke. Wollte mit dem Jäger hier. So, wir haben hier eine Spitfire oder wir haben hier eine P51. Rüschen die erstmal noch auf. Ja, die Spitfire, die P50 kriegen wir relativ easy raus. Bei der Spitfire wird es ein bisschen komplizierter. Minus 1, minus 6. Okay, der kann nochmal angreifen. Dann gehen wir hier auf ihn. Und jetzt haben wir noch einen Haufen U's hier, die was machen können. Hier zum... Oh, sind die schlecht gegen die Infanteristen, ey. Das ist schon mit Zielhilfe, ey. Okay, dann hier hoch und die W, haben wir hier drüben noch irgendwas? Ja, Jäger, kommen die bis hier hin? Können die sich mit dem beschäftigen? Oder eventuell, was ist denn hier, eine P51 und eine P47, welche davon ist denn stärker? Die linke hier, die hier. So, pass mal auf. Die macht sogar der Jäger so scheiße mit seinem noch nicht mal kompletten Stern, ne? So, dann haben wir die erstmal raus. Und jetzt haben wir hier noch eine W, die kriegen wir nicht bis da hoch. Ah, verdammt, die kriegen wir nur bis dahin. Okay, dann machen wir das so, dann geht die U mit da hoch. Damit war da gar nicht erst, Die Frage ist ja auch, ob er den Punkt erhalten kann. Ist der Flugplatz jetzt voll oder was? Verdammt. Ja, der ist voll. Dann müssen wir warten, bis wir den Flugplatz haben. Das könnte aber noch etwas dauern. Okay, ja.
Zwei Runden haben wir gespielt. Fantastisch. Eine halbe Stunde. Das ist säuft, sage ich mal. So, hier können wir noch nichts hinverlegen. Da haben wir noch keine Jäger. Das ist mir zu heiß, hier da irgendeine U hinzulegen. Von daher müssen wir noch mal kurz warten. Das heißt, wir machen beim nächsten Mal hier weiter. Ich kann im Moment keine wirkliche Prognose abgeben, ob wir hier irgendwie erfolgreich sein werden oder eben nicht. Mal gucken, wie es beim nächsten Video dann läuft. Wenn es euch gefallen hat, lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da. Mein Dank geht raus an meine kleinen und großen Kanalunterstützer. Name nicht genannt. Gemon, Fan, Kulle, Gorwin, Cortano, Carbine, Yukon und Roblitz. Und wir sehen uns dann wieder zu einem der nächsten Videos. Macht's gut, ciao, ciao. Euer O'Hare.